Ja, hier ist er wieder, Silvano Tujach, an diesem etwas trüben 1. Mai. Und Sie haben es vielleicht mitgekriegt, wir sind in der Nähe von der Ackermannstraße und viele können sich gar nicht mehr daran erinnern. Gehen wir zurück ins Jahr ungefähr 1955, 1966, als wir von Big Apple nach Hause laufen mussten. Hier waren alles Felder, alles Weizenfelder, wohin das Auge reicht. Und wir mussten uns durch diese Weizen- und Maisfelder den Weg zurück nach Steppach bahnen. Alles Felder, ja. Aber es geht heute natürlich nicht um die alten Weizenfelder, sondern um ein anderes Thema. Und zwar, Sie haben doch das sicherlich mitbekommen, dass jetzt im Zuge der ganzen Transgender-Diskussion es absolut verboten worden ist, dass ein Weißer, das Werk eines Schwarzen oder einer schwarzen Literatin hier übersetzen darf. Also das ist einem Weißen nicht mehr zugestanden, das ist Rassismus pur. Und es darf natürlich auch kein Heterosexueller es wagen, im deutschen Fernsehen einen Homosexuellen oder einen Transgender-Menschen zu spielen. Auch das wird mit, weiß nicht, Gefängnis bis zu 20 Jahren hier bestraft werden. Und ja, und ich fordere sogar, ich gehe sogar drüber hinaus und fordere, dass nur Italiener Pizza backen dürfen. Ja? Es geht doch nicht, dass irgendein Anton Huber eine Pizza backt. Das ist doch Rassismus in der allerbrutalsten Form. Also nur Italiener dürfen das. Und jetzt, weil ich so einen Fall weiß, es dürfen allerdings bei uns Nigerianer Obatzen machen. Ja, jetzt sagt man ja, wie gibt's denn dann sowas? Dann sage ich, nein, ein Nigerianer darf Obatzen machen, weil das ist unsere Wiedergutmachung für den deutschen Kolonialismus, der Afrika bis zum heutigen Tag vollkommen zerstört hat. Deutschland hat diesen Kontinent vollkommen ruiniert und dass ein Nigerianer Obatzen bei uns in der Wirtschaft machen darf, ist praktisch hier nur ein kleiner Ausgleich dafür. Ich bin auch dafür, dass diese ganzen afrikanischen Kunstgegenstände sofort zurückgegeben werden. Brauchen wir nicht. Gebt es bitte zurück. Ja, Sie kennen ja diese These, der Kolonialismus hat Afrika bis zum heutigen Tag. Ich denke, wer so eine These aufstellt, der muss schon vollkommen hirnverbrannt sein. Ja, also Afrika hatte schon eminente Probleme, bevor am Ende des 19. Jahrhunderts die Imperialisten gekommen sind. Und Afrika war nie ein friedlicher Kontinent, weil mit 7500 verschiedenen Ethnien kann es keinen friedlichen Kontinent geben. Oder nehmen Sie jetzt zum Beispiel Südafrika. Nachdem die Weißen die Herrschaft gegangen ist, ist dieses Land vollkommen in Despotie und Korruption verfallen. Ja? Oder denken Sie, damals, als die Hutus, die Tutsis niedergemacht haben, in einer Woche 800.000 mit Macheten und Stangen erschlagen. Ja, der deutsche Kolonialismus ist schuld. Nichts ist er schuld daran. Das ist eines der blödesten linken Thesen, die überhaupt existieren. Ja, wir sind nicht daran schuld, sondern Afrika ist selber verantwortlich für seine Probleme. Und schauen Sie doch jetzt die Lage in Afrika an. Und dass zum Beispiel dieser äthiopische Despot vor einigen Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat, ist die größte Schande für die ganze Menschheit. Eher hätte noch der Putin und der Trump den Friedensnobelpreis verdient, als dieser Mensch, der alle da unten ins Unglück stürzt. Ja, ich denke mal manchmal, vielleicht gibt es tausende von Kursen, wie werde ich ein vollkommen naiver Mensch? Und diese Kurse muss der ehemalige Entwicklungshilfeminister Müller von der CSU in rauen Mengen besucht haben. Denn dessen Meinungen zu Afrika waren an Naivität und Dummheit nicht zu überbieten. Also nochmal, Afrika muss die Probleme, die sie haben, selber lösen. Aber da habe ich große Zweifel daran, sehr große Zweifel daran, weil da im Großen und Ganzen unter den Ethnien ein Menschenleben einfach nicht zählt.
Ja, also räumen wir auf mit diesen linken Märchen. Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön.